Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Thema heute: Die Wildcard-Bewerbungen gehen weiter. Plus, wer startet fix beim Ram? Und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. Okay, ja, die letzten beiden Wildcard-Bewerbungsvideos findet ihr hier in der Playlist. Und wir machen heute weiter mit einer Wildcard-Bewerbung von Otto Unlimited. Und dann möchte ich euch noch ein paar von den fixen Teilnehmern vorstellen. Vielleicht kennt ihr den einen anderen schon. Und das kommt aber erst nach der Wildcard-Bewerbung. Also dranbleiben. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Enrico und ja, zurück mit einem neuen Video. Heute mal wieder was anderes. Und zwar soll das Video ein Bewerbungsvideo sein für den Ram Adventure Race. Ich bin jetzt bei mir hier im Wald unterwegs, mache einfach eine kleinere Tour um die Ecke, denn ich habe nur noch bis heute Abend Zeit, das Video online zu stellen. Das heißt, es muss sehr schnell gehen. Bevor ich auf das eigentliche Video jetzt hier eingehen werde. Ja, der Enrico hat es am letzten Drücker rausgebracht und dadurch ist er auch offiziell der letzte Bewerber. Möchte ich nochmal an meine Community sagen, keine Sorge, der zweite Teil vom Rennsteig wird jetzt bald kommen. Bin soweit fertig und kann es bald hochladen. So, ich bin mittlerweile an meinem Stammplatz angekommen, mit herrlichem Wetter am Rözefelsen. Und ja, seht selbst, sehr, sehr geil heute. Ich möchte in diesem Video heute mal nicht darauf eingehen, was meine Vergangenheit betrifft, sondern ich möchte euch eigentlich visuell zeigen, ja, wer ich bin, was ich so mache, was mich motiviert und vor allen Dingen mit welchen Leuten ich das mache, nämlich aus meiner Community heraus. Also viel Spaß mit dem Video. Okay, Berge, Schnee, ja, also das könnte ja schon direkt in Österreich sein. Also Enrico, da wirst du sicher ein heimeliges Gefühl bekommen, wenn du dabei sein solltest. Also von daher, das schaut teilweise schon aus, in der Gegend dort, wo er ist, wie bei uns zu Hause. Wie ihr sehen könnt, bin immer mit anderen Menschen unterwegs und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und genau deswegen will ich beim Adventure Race mitmachen. Aber ganz kurz, wenn einer von euch weiß, wo dieses Hängebrücken-Video-Part her ist, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Ein super cooler Spot, hätte mich einfach interessieren, wo das ist. Hat ziemlich cool ausgesehen. Weil ich weiß, wir sind dort zu zweit unterwegs. Man kann seinen Teamgeist einfach zeigen und das motiviert mich, das mit einem anderen Teammate zu packen und vor allen Dingen zu gewinnen. Ja, liebes Adventure Race Team und vor allen Dingen Wildbert und Community. Der Mann hat Ambitionen, Kampfgeist, gefällt mir. Ja, na klar, warum auch nicht? Man darf auch gewinnen wollen, absolut. Ich bin der Enrico, 36 Jahre jung, Ex-Soldat und angehender Outdoor-YouTuber, der vor allen Dingen mit seiner Community zusammen immer wieder neue Abenteuer bestreitet. Ich bin ultra gerne in der Natur unterwegs, sei es bei irgendwelchen Bushcraft-Aktionen, Overnightern oder neuen Spots abzuklappern. Und dabei nehme ich immer wieder Leute aus meiner Community mit. Das macht mir ultra viel Spaß, zumal man diese Momente, diese Erlebnisse einfach mit jemand anderen teilen kann, sei es jetzt mit Freunden, sei es mit einer Partnerin oder Partner. Ich finde das wesentlich lebenswerter und das macht mich einfach aus. Ja, das ist auch irgendwo ein Stück weit mein Konzept, dass ich das da draußen einfach mit anderen Menschen zusammen mache. Und mir gefällt das, mir macht das Spaß und das werde ich definitiv auch so weiter durchziehen. Zu meinen Hobbys konntet ihr das schon sehen. Ich bin ultra gerne auf dem Snowboard unterwegs, bin in den Bergen,
Also nicht nur, um irgendwelche Videos zu machen, sondern generell ist das definitiv eine Leidenschaft von mir und würde ich auch so, wenn ich es nicht gerade als Video drehen würde, definitiv auch so machen. Ja? Ich weiß jetzt schon im Vorfeld, dass eine Disziplin dabei sein wird beim RAM, wo ich definitiv noch trainieren müsste, und das wäre Fahrradfahren. Ja? Ich saß jetzt bestimmt 3 Jahre nicht mehr auf dem Fahrrad und das ist definitiv ein Manko, was ich verbessern muss. Ansonsten, ich spiele auch ganz gern mal am PC. Ich glaube, das Fahrradfahren wird eine Qual für alle. Wir sind alles nicht die großen Fahrradfahrer, aber ein bisschen Bikepacking als Challenge war auch so geplant. Und auch logistisch war es für uns notwendig, die ganzen Challenges zusammenzubringen und die Locations. Und da war das Rad diesmal einfach dienlich. Und diesmal gab es bei den Locations leider keinen Fluss, der das Ganze so kombiniert. Dadurch mussten wir kreativ werden in der Überlegung. Und schlussendlich hat die Orga dann die ganzen Challenges eigentlich eingebettet rund um die Strecke. Ich bin leidenschaftlicher Zocker gewesen früher, habe ein paar Jährchen gestreamt, aktiv auf Twitch. Vor meiner Outdoor-Karriere, sag ich mal, ja, ich bin ja noch in den Anfängen, alles cool. Ja, und ansonsten bin ich einfach nur sehr gerne draußen. Dann gibt es eigentlich nur noch ein was zu sagen. Also ich habe definitiv Zeit zu dem Zeitraum, wann RAM Adventure Race stattfinden soll. Ich bin aktuell noch in meinem BFD, also sprich Berufsförderungsdienst von der Bundeswehr. Ich habe Freizeit und ja, hätte auf jeden Fall im Juni Zeit. Ich hoffe, euch hat das... Ein wichtiger Punkt, Zeit und Verlässlichkeit. Also von daher, ja... Ich kann es immer nur wieder sagen, organisatorisch gab es beim RAM immer wieder Herausforderungen mit Verlässlichkeit und Zeit, aber das ist schon mal auch gut zu wissen, haben die Leute überhaupt Zeit? Kurze, knappe Video von mir gefallen und konntet euch ungefähr ausmalen, wer ich so bin, wie ich so drauf bin, was ich mache, was meine Leidenschaft ist, meine Passion. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich an dem Event mit dran teilnehmen dürfte. Ich finde das RAM absolut geil, vor allen Dingen, weil man unterschiedliche Disziplinen sieht, tätigt. Und ich habe mega Bock darauf, weil es gibt einfach gewisse Sachen, die habe ich in meinem Leben noch nicht so gemacht, wie ich mir das wünschen würde, und das motiviert mich, das treibt mich an, immer wieder neu an meine Grenzen zu gehen und ja, was Neues auszuprobieren und vor allen Dingen die Menschen da draußen dabei mitzunehmen. Ansonsten möchte ich mich zum Schluss einfach noch dafür bedanken, dass ihr es möglich macht, dass man sich auf so einen Spot bewerben kann. Wünsche allen Teilnehmern natürlich ganz viel Erfolg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, sympathischer Typ, Enrico, ja. Abenteuerlustig, jung genug, packt das alles sicher. Vom Körperlichen, was ich so gesehen habe, Ex-Soldat, ja, vergangenheitstechnisch, gibt sicher noch einiges zum Wissen von ihm. Sollte er dabei sein, wird er sicher die Gelegenheit haben, uns noch was davon zu erzählen. Und ich sag mal, ja, feier ich. Danke für die Bewerbung und wir machen weiter mit den fixen Startern. Tja Leute, erster fixer Starter neben mir ist einfach Wolf. Ein Oberösterreicher, wahnsinnig lustig, bisschen crazy auch. Macht viel Outdoor- und Urbex-Abenteuer. Und hier ein kleiner Ausschnitt von ihm. Und Andy da! Woohoo! Welle! Scheiße! Scheiße, ich kann noch nicht bremsen! Scheiße! Passt! Jawohl, stark! Zieh mal durch! So geil! Fetz mal weg! Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon langsam zündet das Sturm. Tja, und es war auch sehr stürmisch an dem Tag, aber sehr löblich durchgezogen. Und ihr könnt euch darauf freuen, der Wolf wird sicher wieder durchziehen und geht an seine Grenzen. Also von daher sage ich mal, ein verlässlicher und ein leidensfähiger Kandidat.
Tja, und der nächste Kandidat, den ihr da seht, das ist der Manuel, der Otto-Bichl. Ein ziemlich lustiger Charakter und auch sehr leidensfähig. Der macht auch viele Sachen Outdoor, besonders gerne, ist am Wasser unterwegs mit seinem Bikecraft, hat auch schon einige Touren hinter sich gebracht, die man auch auf seinem Kanal findet. Und auch er ist wieder beim Rennen dabei. Rotsbuben, die mit den Bord und mit der Glotzen. Ich versuche, dass ich die jetzt reinschmeiße. Ob mir der Plan aufgeht, ich werde es eh sehen, ich weiß es noch nicht. Nicht nervös werden. Was ist jetzt? Kein Spaß. Und ihr könnt es auch ruhig aus. Tja, das war der Manuel. Und der ist wieder fix dabei. Der letzte von den fixen Startern inklusive mir, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der Max vom Kanal Natural Addicted. Mein Buddy, mit dem ich schon meine ersten YouTube-Videos und auch einige Touren bestritten habe. Das ist er. Aussteigen und sagen, okay, bis daher nicht weiter. Ja, das sind nur kurze Ausschnitte von den fixen Startern. Mehr davon seht ihr alles gerne in der Playlist hier zum Ram Staffel 1. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass die wieder dabei sind, weil sie verlässlich sind und das ist für so ein Projekt ziemlich wichtig. Da, wenn dann einer abspringt kurzzeitig vorher, wird es problematisch, beziehungsweise alles organisatorisch dann nicht so einfach. Und daher freue ich mich, wieder mit euch oder gegen euch antreten zu dürfen. Wer schlussendlich aber neu dabei ist, welche vier Charaktere, unter anderem die Wildcard, erfährt ihr demnächst entweder auf Instagram oder ich haus hier in die Infobox von YouTube. Und ich bin schon sehr gespannt, wer es geworden ist, wer die Wildcard gewinnt und wie sich alles so noch weiterentwickeln wird. Vielleicht gibt es auch noch eine Überraschung für euch alle da draußen. Und es gibt doch wesentlich mehr neue Gesichter, als wir alle vielleicht vermutet haben. Und von daher bleibt gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, stay wild, Leute.